Hallo ihr Lieben, es ist so kalt draußen. Ich komme gerade von Arbeit, meine Hände sind kalt, es ist ganz ungemütlich. Meine Kuschelsocken habe ich schon an und nun werde ich es mir gleich mit einer heißen Schokolade auf der Couch bequem machen. Und zwar wird diese heiße Schokolade in Monsieur Cousine zubereitet. Wir benötigen dafür etwa 60 Gramm Zartbitterschokolade, 400 Milliliter Milch, ein Teelöffel hausgemachten Vanillezucker, das habe ich euch im letzten Video hinterlegt, wie ich diesen zubereite, und 1 bis 2 Teelöffel Backkakao. Das war's auch schon. Das Rezept habe ich aus der Rezeptwelt und es ist super lecker. So, als erstes wird die Schokolade in den Mixbehälter gebrochen. Gebrochen klingt auch gut. Zerbrochen. Ich hatte es letztens mit normaler Vollmilchschokolade zubereitet. Das ist auch lecker, aber Zartbitterschokolade ist noch ein Tick besser. Jetzt noch einen Teelöffel hausgemachten Vanillezucker. Wie gesagt, der klumpt nicht. Und warum er nicht klumpt, könnt ihr in meinem anderen Video nachsehen oder auf meinem Blog nachlesen. 1 bis 2 Teelöffel Backkakao. Ich habe mich für 2 Teelöffel entschieden. Und etwa 400 Milliliter Milch werden erstmal in den Messbecher gegossen. Dann ebenfalls in den Mixtopf gegeben. Ein Deckel rauf. Ja, manchmal will der Deckel nicht so, wie ich möchte. Moment. Dann 5 Minuten 80 Grad Stufe 2. Und weiter geht's mit einer Minute bei Einstellung, eine Minute Stufe 8. Ich liebe den Duft von heißer Schokolade. Mit frisch geschlagener Schlagsahne schmeckt das natürlich auch sehr lecker, aber ich habe mir heute meinen Feierabend verdient und brauche nur einen kleinen Seelentröster und da kommt diese heiße Schokolade genau richtig. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und ein angenehmes Wochenende. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Mensch, oder?